Die Strähnen sind auch abgebrochen. Oh, das ist kacke. Das dann wieder zu retten ist schwierig. Da muss man echt Fummelarbeit machen. Oh, das sind aber viele. Das sind viele. Alles, das ist alles Adrian jetzt. Vielleicht besiegt mich Adrian, wer weiß. Adrian 1, 2, 3. Oh Gott, Adrian, du bist ganz schön oft hier. Adrian 4. Nummer 5. Ach, doch nicht so viele. Hä? Auch nur 5? Okay, Adrian, du bist auch tot. So. Eigentlich mehr gesehen, aber gut. Ich bin gegengekommen und hab ihr dann zugeschaut, wie sie Richtung Boden fällt. Es sah aus wie ein Glas, was auf dem Boden aufschlägt, und mein Herz hat selbiges getan. Ja. Kann ich komplett verstehen, dass das. Dann steht man bestimmt erstmal da geschockt. Oh Gott. Das ist schon bitter. Oh, Samurai. So.俺のことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで？最後まで案じておった。そんな。なんてことだ。敵は討ち取った。もう傷つくものは出ないだろう。ありがとうございます。別れを告げるため宿に戻ります。 Du hast mich umgebracht. Du wolltest es so. Hier könnte meine Werbung stehen. Und wie würde die Werbung lauten, Nino? Dankeschön für deine Fünfer. Nochmal. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Hier könnte ihre Werbung stehen. Oh Mann, ey. Ryuma Super Duper Shop. Jetzt bestellen! Was gibt es in diesem Shop? Will ich das wissen? So. Wie lange sitze ich jetzt hier an Akt 2? Herzen. Schmecken die? Herzen, Beine. Also wenn jemand im Keller verschwindet, wissen wir Bescheid? Ryuma verkauft die Teile davon. Gut zu wissen. Der schnippelt da einfach im Keller die Leute auseinander. So, Omisee. Oh, warte, hier ist noch ein Fragezeichen. Wobei. Nee, ich glaube mal dahin. Krankenhäuser fragen immer. Ich habe eine Idee, was ich nach dem Friseur machen will. Oh, das klingt doch gut. Möchtest du uns das sagen? Schreiben. Hast also dir was Neues, einen neuen Plan? Ins Tierheim. Also so eine Ausbildung. Was sind das eigentlich für eine Ausbildung? Oder einfach nur so ins Tierheim.
Ja, warum nicht? Dann hast du viel mit Tieren zu tun. Das ist eigentlich ein cooler Job. Musst dich auch um die Tierchen kümmern. Wahrscheinlich auch vermitteln und. Das ist eigentlich eine coole Idee, wenn du gerne mit Tieren zusammenarbeitest. Einfach Tierpfleger, ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich könnte das leider nicht machen wegen meiner Allergie. Also konnte ich nie mir aussuchen. Dann gegen zu viele Tiere allergisch, ich würde dann nur verrecken. Vor allem bin ich ja recht langsam und ruhig, das passt halt. Das denke ich, ich finde das ist eine coole Sache. Du hilfst ja dann den Tieren auch. Da lernst du auch eine Menge über das Verhalten und weil jedes Tier ist ja auch anders, ne? Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter und manche Tiere haben Angst. Musst du dann halt dich auch drum kümmern. Ist schon eine krasse Aufgabe, aber wenn du es gerne machen möchtest, mit viel Liebe. Ach, Liz wird Tierpflegerin für Reptilien, das geht schon. Aber ich möchte Fell streicheln. Nicht die Schuppen. Wobei. Schlangen finde ich cool. Ich liebe Tiere. Na, dann ist es doch was. Ist doch eine gute Idee. Eliza wird Tierpflegerin für Ziegen. Die nächsten Gegner, die ich töte, heißen Salatio. Hätten wir auch geklärt, gut. Ist die Begeisterung in ihren Augen? Wo bekommen wir die Obsidian-Augen her? Setzt sich auf die Ziege raus, es ploppt automatisch bei dem Gewicht raus, so. Jetzt kriegt ihr es alle zurück. Ich hasse euch. Dieser fiese Shit! Oder Liz wird Gärtnerin, dann kann sie Kartoffeln einpflanzen. Ich mag Pflanzen nicht. Ich kann ja nicht mal einen Kaktus am Leben erhalten. Bei mir sterben die alle. Wie viel. Ich weiß nicht, wie viel Kakteen hatte ich denn schon? Alle tot. Was hat Gärtner mit Kartoffeln zu tun? Weiß ich nicht. Wenn, dann müsste ich Bäuerin werden. Guck mal, wir laufen zu Omi. Omi! Wir kommen. Klingt falsch, aber egal. Ist die Bäuerin, ja. Ach, das sind die Hunde. Ich dachte, das sind Wölfe.
Wahrscheinlich, wenn man in dem Garten Kartoffeln anbauen kann. Aber kein leichter Job. Mein Kumpel ist Tierarzt wegen dummer Tiere, wie mein Kater auf den Tisch bekommt. Ich war so traurig am Samstag. Ja, muss ich mich halt Tierpfleger werden. Tierarzt ist ja nochmal eine andere hohe Schippe. Tierarzt wäre für mich. Oh, ich könnte das gar nicht. Da müsste man ja auch Tiere dann erlösen. Das wäre für mich jedes Mal für ein Stück meines Herzens sterben. Sakai-sama は命の恩人です。無事でよかった。この地で変わったことはないか。そうですね。クバラの海岸にある篝火台が奪われたとか、石膏のねぐらにしておる。助かった。 Wir helfen es und fühlen mit. Ja, bei dem Job würde ich wahrscheinlich nur weinen, weil bei Tiere habe ich so ein ganz anderes Empfinden als bei Menschen. Oh, das sieht sehr verdächtig aus. Da schwimme ich jetzt so. Klaus lässt wieder alle verprügeln. Klaus eine Kartoffel an den Kopf werfen. Wow. Hier gibt es Geschenke für Liz. Heimsuchende Träume. Von denen getragen, die den Tod erblickt haben. Das sieht aus wie das Tuch, was in der Collector Edition drin war. Also von den Mustern her. Ach du Scheiße. Von denen getragen, die den Tod erblickt haben. Ja, super, toll! Sieht jedenfalls danach aus. Von dem Muster her. So, Omi. Sind das Gegner? Kann ich die töten? Ach, bewegt euch doch nicht. Okay, den treffe ich gerade nicht. Warum? Fragst du warum? Ja. Weil ich gerade Bock drauf habe. Und mir die Socken ausgegangen sind. Oh, auf was? Wo muss ich hin? Darüber. Aber da sind Gegner. Was soll das? Ich bin im Omi-See drin. Nass und groß. Ein schöner See. Hey! Nur noch Liz ihre Socken. Nee, ich hab nicht so viele. Hör auf. Ich bin im Wasser. Wie kann ich da brennen, Mann? Wer will noch auf die Fresse? Komm mal her. Willst du auch? Du? Frechheit hier. Ich gehe ins Bett, bin müde. Okay, Shadow. Die waren einfach nur so hier. Ich dachte, ich kann jetzt hier irgendwas vielleicht sammeln.
Klaus, hier, ich habe Füße für dich. Wer ist Klaus? Ich würde ihn dann so. Bach! Hallo Heiko. Das ist ihre Brille nehmen und fragen. Was? Und frag, spiel mir Fang? Soll ich mal mein Schwert holen und dir damit wehtun? Dann ist das jetzt hier Nino, dem wir ins Gesicht treten. Bach! Ich wollte damit eigentlich ein cooles Bild machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das cool werden kann. Das sieht aus, als ob er gerade Schmerzen hat. Wenn ich jetzt was dazu editiere. Mit Photoshop. Das sieht schon albern aus, ja. Das stimmt. War das nicht? Ich liebe mit tiefen Schärfe. Das ist schon geil. Wie weit geht denn das eigentlich? Okay. Wow. Tageszeit. Hallo Heiko. Finde ich sehr gut, dass du meinen ganzen Titel ansprichst. Der Heiko, der lernt's langsam. Finde ich sehr gut. Endlich ist Heiko konvertiert. Ja, finde ich auch. Er hat schon so viel gelernt mit der 69 und. Wir verderben alle. Kabuk fertig, Klaus. Ich warne dich. Wir sind Omi. Das Zuhause von Jin. Wo er geboren ist. Niemand wird entkommen. Sehr gut. Wow, Mosi, wow. Dir sagt immer, ich wäre schlimm. Immer, aber innerlich bin ich immer noch ein Rebell. Hm? Ich kann ja innerlich mal Schmerzen zufügen. Mal sehen, ob das da, ob du dann immer noch so frech bist. Musst du mal den Müll runterbringen. Es schneit. Oh, wie geil. Das ist schon Foto wert.
Oh, ist das schön. Kann ich einen Schneeengel, einen Blätterengel machen? Ja, Klaus. Ich brech dir den Hals. Brauch schon Türen. Wo kann man denn hier was sammeln? Irgendwie vibriert mein Controller. Jetzt wieder weniger. Also irgendwo hier. Klar schaffe ich das. Omi Liebe. お久しいな、ユリ。お疲れのようで。飯の支度。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、代わりはないか。毒が来たのに、私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。 Wie, ich muss das jetzt anhand irgendeines Bildes finden. Ich warne euch. Blobloff. Diesen Bürger zu werf. Nom 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 nom. Auf dem Friedhof? Taube Ohren. Fürst Sacke hat uns angewiesen, das Dorf zu verlassen und im Omi-Kloster Zuflucht zu suchen. Aber die Tore sind verschlossen und niemand antwortet auf unser Rufen. Man könnte meinen, der Ort sei verlassen, aber nachts höre ich Flüstern hinter den Mauern. Gebete. Die Mönche flehen die Götter an, sie von den Mongolen zu beschützen. Aber wenn die Götter sie schon nicht beschützen, welche Chance haben wir dann? Hallo Angelo. Ich hoffe, mein Spiel kommt pünktlich an. Also ich freue mich schon. いつか司祭を聞かせてくれ。雅子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、未だにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。 Packst du die Popfiguren aus? Nee, ich lasse sie in der Packung drin. Ich habe mal eine ausgepackt, um zu schauen, wie das so aussieht, aber ich finde, die in der Packung sehen die cooler aus.
Steh noch besser. Ich muss jetzt zweimal nachdenken. Ja, Pop, na ja, ist klar. Kannst du auch besser stapeln, denn wegen den Packungen. Also ich habe drei, ich habe 7 Stück. Nur. Sakai-sama, omotori de. Isogi nano da. Yui no sewa o shite kurete oru sou da na. Sewa sarete iru no wa kochira no hou desu. Taichi ya, yoroi o motte kite okure. Tanomu. Ore wa haka ni mairou. Ja, geh weg. Geh! Versuche das Grab deines Vaters. Boah, also wenn hier seine Grabstätte ist, das ist schon heftig schön hier. Ich hab nur eine. Ja, ich sammle die eigentlich auch nicht. Ich habe nur von Ersa gesammelt und von Ruby und das andere war in so einer Lootbox drin. Trauer für Vater. Licht für Vater, für den Vater. Schatten. Na, eigentlich hat er sie am Schatten, ne? Wir haben hier meditiert. Ich kämpfe Harz. Um Heimkehr. Ein Grab nah, die Seele fern. Ja, das ist tiefgründig. Jetzt bin ich allein. Alles muss vergehen. Der Baum lebt weiter. Ich mach das. たまのを消えて遠ければ木の実昔のままにてありける. Ja, da will ich auch sein. Auf jeden Fall. Hallo Toni. Toni, aufpassen nicht, dass du dich jetzt hier. Ich weiß nicht, wie weit du bist. Mach das mal mit den Füßen ins kalte Wasser am Samstag. 30 Grad. Ja, in meinem Zimmer werden 10 Grad mehr sein. Yay. Ich gehe ja schon. Ja, nicht spoilern lassen. Aber hallo, Toni. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Wollte dir nur noch viel Spaß wünschen. Dankeschön, Toni. Vielen, vielen Dank. Wenn du heute auch streamst und zockst, wünsche ich dir auch schon mal viel Spaß. Habe jetzt meine 10 Dienste geschafft. Erstmal frei. Oh. Die gönn dir mal. Ah, das sieht einfach nur toll aus, alles. Einfach nur dieser Weg, es ist einfach nur schön.
Willst du einen Raffaello geben? Ja. Alter. Sehr schön, Heiko. Finde ich super. Gut. Gut gemacht. Klaus kriegt Prügel.